Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Spaß mit Flash Games. Ich bin Protein Joker und wir spielen das Spiel Snake Game. Video Snake Game. Ich denke, das soll Snake sein. Deswegen habe ich es mir mal rausgesucht. Also rausgenommen. Und ich versuche einfach mal das klassische. Also bewege ich mich. Okay, es scheint ein bisschen zu komisch zu wackeln. Ich glaube, man muss diese Beere da einsammeln. Ich behaupte das einfach mal. Okay, man kann natürlich nach außen raus. Ich muss die Steuerung erstmal für den Snake wieder reinkriegen. Dann gehst du nach links. Okay, man kann auch durch sich selbst durchlaufen. Also muss ich jetzt wirklich 100 Stück einsammeln. Ich bin daran gewöhnt, dass man nicht durch die Seiten kann. Es scheint sehr zu laggen, aber ich finde die Idee ist okay. Ja, man kann sich selbst durchlenken. Was eigentlich nicht der Sinn bei Snake ist. Der Sinn ist einfach, dass man nicht durch sich selbst durchkommt. Okay, das ist Level 2. Hier kann ich mir auch sterben. Ja, ich kann nämlich durch mich selbst durch, da brauche ich gar nicht zum Rand gehen. Manchmal reagiert das Spiel gar nicht. Was mir nicht gefällt. Und die Musik wiederholt sich andauernd, was mir schon nicht gefällt. Aber ja, wie soll es sein? Ich nehme mir immer irgendein Flash Game raus und spiele es. Und was ich dazu noch sagen will, schreibt mir bitte Flash Games in die Kommentare, die ich zocken soll. Das würde ich gerne machen. Mann, lass mich denn zocken. So. Also mit den Flash Games habe ich gerade erwähnt, dann kann ich jetzt mal sagen, schaut mal bei unserem Gaming-Channel vorbei. Okay, das sind also immer die Enden. Dragos Gaming. Und da kommt vielleicht irgendwann mal was drauf. Ich habe keine Ahnung wann. Ich bin übrigens das grüne Vieh da, ne? Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Habe ich noch nicht erwähnt, ich weiß. Der Entwickler hat sich schon was dabei gedacht, aber dass durch sich selbst gehen kann, durch eine Schlange, das ist eine Schlange, kann einfach so machen. Das geht in meinem Snake nicht. Okay, die sind also unter der Schlange auf dem Boden, diese Anzeige. Merken wir uns das. Und die Schlange wird immer schneller. Okay, das ist die Schwierigkeit anscheinend. Dass die Schlange immer schneller wird. Aber bei so einem laggy Spiel. Das ist ein bisschen doof gemacht. Okay. Also nach der Zeit wird es schwer, das Spiel. Sagen, es wird nämlich immer schneller, die Schlange. Je nachdem, welches Level ich erreiche, wird die Schlange immer schneller und schneller. Wow, das war knapp. Ich weiß gar nicht, ob ich das sterben konnte. Jui. Links. Unten. Ah. Ich habe ja schon erwähnt, dass es ein bisschen buggy ist. Mit der Steuerung. Wenn ich übrigens über die Pfeiltasten geht, was ich gar nicht mehr gewöhnt bin. Den ganzen Minecraft, was ich spiele. Ach, da will ich rein. Das kostet mir wurscht.
Ja, genau. Ich habe verloren. Ja, wir machen einfach mal den anderen Modus. Den Survival-Modus. Der scheint mir etwas schwieriger zu sein, weil hier anscheinend so ein blauer Strich durchgeht, der ziemlich böse zu sein scheint. Ich scheint wohl nicht weiterzugehen, ich muss dann einfach wohl zurückgehen. Okay. Weil ich gehe jetzt mal dagegen. Kommt die zurück. Kurz zu wissen, die titscht also von den Wänden ab. Also halt von der blauen Wand denke ich mal nicht. Ich denke, die blaue Wand ist gefährlich. Und das scheint es auch zu sein. Und so ein bisschen Wallmaut. Ich denke, hallo. Kannst du mal nach oben? Danke. Das regt mich ein bisschen auf, das Spiel, aber naja, jetzt bin ich schon wieder mit Absicht da reingegangen, ich kurz zur Zeit checken will. Okay, ein paar Minütchen habe ich noch. Das ist okay. Oh, Level 15. What the heck? Alter Falter. Ja, mal, Level 13. Das ist ja genauso schlimm. What the heck? Ja, klar, ich dachte, das geht. Okay, Level 7 ist wenigstens das Klassische. Das Klassische. Wo man nicht an die Wand und nicht durch die Wand fahren kann. Dass ich schnell immer schneller wird, ist ein bisschen doof dann. Problematisch. Also, ich finde, das Spiel ist gut. Das ist nicht so einfach, ist nicht so schwer. Schreibt mir weitere Spiele bitte gerne in die Kommentare. Das ist gerne für mich gesehen. Ein Daumen hoch wäre schön. Ein Abo wäre noch schöner. Und ja. Falls ihr es nicht gemerkt habt, das hier soll mein April-Scherz sein. Ich weiß, es ist nicht sehr lustig, es ist ein langweiliges Spiel mit langweiligen Konzepten. Aber dieses Spiel habe ich auch noch vorher noch nicht gespielt. Und deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich meine, ganz den schlechten Kommentar, den ich gerade gemacht habe. Das ist weniger reden, was ich gemacht habe. Ich habe anscheinend zu wenig geredet, ich weiß es gerade nicht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich bedanke mich für alles, was in den Kommentaren steht. Es sei denn, es ist böse, dann schmeiß es raus. Ein Daumen hoch wäre nett, ein Abo wäre noch netter. Und bis dahin, euer Protein-Joker.